Willkommen zu einer weiteren Folge ARK Survival Evolved. Und in dieser Folge, wahrscheinlich auch noch in der nächsten und übernächsten Folge, werden wir die Insel noch weiter erkunden, weil wir, ich möchte einen schönen Platz für unser erstes Hütchen suchen. Und ich sehe gerade, mit dem neuen Update wurden auch die Tastenkürzel wieder umgestellt. Einen Moment, und zwar, ich möchte das so haben. Das kann man auf I. Save. Weiter geht's. So, Level aufgestiegen. Ich möchte mehr Stamina, also mehr Ausdauer haben. Und wir könnten jetzt schon so eine Thatch Foundation, also einen Untergrund für unsere Hütte, erlernen. Ich möchte aber erstmal die Kleidung zu Ende. Also diese Kleidungsstücke aller freischalten. Was brauchen wir denn dafür? Die Mütze können wir schon machen. Für die Schuhe brauchen wir noch 6 Leder oder Haut und 25 Fasern. Für die Handschuhe brauchen wir dieselben Materialien auch noch mal ein bisschen. So, es ist 22.32 Uhr. Es ist ziemlich dunkel. Trinken wir mal eben was. Dann gehen wir mal vorsichtig los. Schon beeindruckend aus. Bin nicht ganz sicher. Also diese Lichtsäulen, das sind so wie soll man sagen, Versorgungskisten. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die grünen öffnen kann oder die weißen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal erst zu dieser grünen und dann zu der weißen. So finden wir das dann raus. Vorsichtig mal Speer in die Hand. Da ist nämlich so ein Dilo. Soll ich nochmal versuchen, einen Headshot zu machen? Oh, voll daneben. Scheiße. Wir haben den bewusstlos geschlagen. Aber wir sind sehr stark angeschlagen. Verdammt. Wir könnten den jetzt mit Fleisch füttern. Warum nicht? Die legen wir auch schon mal da rein. Damit können wir den weiter bewusstlos halten. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt heilen soll. Bären hier von und davon. Hab ich hier nicht noch einen Speer gehabt? Oder ist der schon verschwunden?
frisst das Fleisch ziemlich schnell auf. Wir haben auch nicht mehr. Verdammt. Wir müssten eigentlich mehr Fleisch haben, um den weiterhin zu zähmen. Ja, das war. Ja, die möchte ich wieder haben, danke. Hab mich zwar jetzt Fleisch gekostet, aber ja, was soll's. Ah, es wird Tag. Ich wollte mal eben einen Tastenkürzel noch umstellen. Das war hier, was war das nochmal? Wenn man diese Taste gedrückt hält, kann man dann den Gegenstand in der Leiste noch craften. Das finde ich jetzt gerade gar nicht. Das ist blöd, dass wieder umgestellt wurde. Hier, da ist es. Und Crouch möchte ich auf Alt. So. Und wenn ich den Gegenstand craften kann, also herstellen kann, dann macht er das mit der Tastenkombination. Ich habe das jetzt auf C gelegt und wenn ich jetzt C3 drücke, dann würde der einen Speer machen, wenn ich könnte. Mir fehlt aber noch Fasern. Können wir noch ein paar holen. C3. Oh, jetzt war ich ein Speer. Mal sehen, dass wir jetzt zu diesem grünen Licht kommen. Scheint wohl ein bisschen Wasser zwischen zu liegen. Komm, du Dodo. Durch den Hals. Achso, da war glaube ich dieser Flugdinosaurier. Es ist sehr gefährlich, da durchzuschwimmen, weil es könnten große wie sagt man, Saurier in Fischform hier vorhanden sein oder auch Piranha große. Ah, er kommt einfach aus dem Wasser. Zu geschissen. Er hat geschissen. Und ich auch. Ah, wir sind wieder vollkommen geheilt. Ziemlich nah an den Turm. Ich habe echt keine Ahnung, was da in der Nähe ist. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das rausfinden möchte. Haut haben wir genug. Wir brauchen noch Fieber, oder? Was? Oh! Oh, da kommt jemand. Oh, ein Raptor! Ich glaube, das war's für mich. Oh, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ganz knapp nur.
hast du denn dabei? Schuhe? Warum hast du denn Schuhe dabei? Hast du die gegessen von irgendjemandem? Ziehen wir mal direkt an. Und unsere Hose reparieren wir mal. Also das war sehr gefährlich. Und da haben wir noch 20, Level 20 Raptor. Ist da hinten noch wieder ein... Was ist das, ein Riesenskorpion? Hab ich ja noch nie gesehen hier. Das ist scheiße gefährlich. Also hier ist rum... Ich denke mal, hier ist leicht genug, schnell rüberzukommen. Muss man trotzdem aufpassen. Oh, da kommen Fische. Ah, weg. Piranha war noch wahrscheinlich. So, ich wollte eigentlich da hinten hin. Die Gegend ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich hoffe, wenn wir uns weiter davon entfernen, begegnen uns nicht ganz so viele Raubsaurier. Hier ist wieder so ein Fluss oder so. Ah, jetzt hat's geladen. Da ist so ein Langhalsbiest. Keine Ahnung, wie die heißen. Hat schon recht viele Dinosaurier, das Spiel. Und es sind noch zig angekündigt. Richtig viele kommen noch dabei im Laufe der Zeit. Ach, die armen Dodos. Ist hier noch einer? Level 3. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Fleisch oder Pflanzen, also Beeren, essen beim Zähmen. Probieren wir später irgendwann mal aus. Also die kann man wahrscheinlich auch zähmen, brauchst du ewig für. Verschlingen wahrscheinlich ganze Wälder beim Zähmen. Während des Zähmens, so. So, hier ist seicht, hier können wir rüber. Steigere ich jetzt mal Melee Damage. Und jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, ein Gebäude zu bauen. Ich mache schon mal hier Foundation und eine Wand. Wir haben nur noch keinen Platz. Oh, da ist ein Dilo. Bemerkt. Müsste eigentlich. Ah, ich finde auch cool, dass die den meisten Dinosauriern auch Federn gegeben haben. So wie es wohl auch in echt war. Oh, der hat mich erwischt. So, jetzt müssen wir noch 3 Sekunden warten. Oh.
erfolgreiche Jagd wieder. Wir müssen hier rum, um zu dem Strahl zu kommen. Ich hoffe, die verschwinden nicht nach einer Zeit. Ich habe immer ein bisschen Schiss, hier in der Nähe von so einem Dschungel zu sein. Nicht, dass hier so, weiß ich, richtig fette Raubsaurier kommen. Die sind ja alle in Ordnung hier. Außer der hier. Oh oh. Meine Speere sind weg. Oh! Hätte ich mich doch fast selber umgebracht. Boah, jetzt müssten wir dann abgehängt haben, glaube ich. Wollen wir noch einen Speer machen? Nee. Und wir haben Hunger, wieso? Weil ich glaube, wir verbraten ziemlich viel Essen, wenn wir Stamina wieder aufladen. Unbedingt das Fleisch mal braten. Die Gegend kam mir da gerade bekannt vor. Ich glaube, ich habe in einem Offline-Spiel hier irgendwo, ja, genau. Hier habe ich in meinem anderen Spiel habe ich hier ein kleines Hütchen gebaut. Relativ erfolgreich. Ich glaube, das ist da oben drauf. Gehen wir mal, rennen wir da mal hin. Das ist schon beeindruckend. Die Grafik und so. Was fehlt uns denn für ein Speer? Flint und Holz. Kriege ich viel vielleicht. Holz habe ich schon. Darauf kann ich nicht hauen. So, wo ist das Licht? Hm? Ach, ist doch da unten. Komme ich denn also runter? Ah, nein! Ah. Das war gefährlich. Das hat mich einiges an Energie gekostet. Wer? Ist doch ein Kampf hier irgendwo. Und da auch noch. Erstmal einfach alles mitnehmen. Schlafsack und Essen und so weiter. Oh, der hat mich gesehen. Verdammt. Ah, Scheiße. Das war es. Ah ja, genau. Ich habe Hardcore-Modus eingestellt. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns einen neuen Charakter und starten von neu. Schade. Wahrscheinlich mache ich den Hardcore-Modus dann aus. Also dann, ich hoffe, man sieht sich. Ciao.